Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria. Beim letzten Mal sind wir hier an den stechenden Pfad gekommen, um ein wenig Bären zu sammeln und die Ernte der Iktik, die eigentlich genau das gleiche vorhaben wie wir, ein wenig zu bestrafen, indem wir sie töten. Zwei von ihnen haben wir schon getötet und ein Glas voller Bären haben wir auch schon. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier noch mehr davon bekommen. Mein Hauptaugenmerk liegt jetzt erstmal auf dem Bären, weil da, wo das Bären wächst, gibt es eigentlich auch immer diese Ernte, richtig? Die können wir dann nämlich angreifen und uns danach einfach das Bären schnappen. Das ist so ein bisschen einfacher, als einfach random irgendwelche Ernter, die hier patrouillieren, zu töten. Das ist irgendwo sinnlos, weil die gehen irgendwie Hand in Hand mit der Quest, wo wir das Bären sammeln müssen. Dann können wir quasi immer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einen Ernter töten und gleichzeitig das Bären, was er gerade abgebaut hat, ja, an uns nehmen. Jetzt kommt da hinten aber einer, der mich so ein bisschen stört. Aber er dreht wieder um, das ist gut. Okay, er ist weg. Ja, was haben wir da aufgehoben? Hühnchenspieß mit Erdnusssoße. Ah ja, das war ja klar. Das war ja klar, Freunde. Oh, ich habe vergessen, meine Stoppuhr zu starten. Das ist natürlich gar nicht gut. Starte ich jetzt mal. Weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. 1,5 Minuten? 2 Minuten? 1 Minute? Keine Ahnung. Ist ja auch egal, dann wird die Folge halt 1 Minute länger. Ist ja gar kein Act. So. 4 von 6 und einmal das Bären mitgenommen. Sehr schön. Da hinten hatte ich auch nochmal Bären gesehen, wo kein Ernter dabei steht. Das ist natürlich umso besser. Ah ja, hier vorne auch. Sehr gut. Können wir das hier auch noch mitnehmen? Was ist das hier für eine Statue? Können wir uns gleich mal angucken. Steht auch irgendwas dabei. Sieht irgendwie aus wie... So sieht man das mal hier. Ah ne, von hier sieht man das eigentlich ganz gut. Das ist, glaube ich, ein so ein Viech wie die anderen. So ein Insektenviech, was gerade betet. Das sind, glaube ich, seine zwei Hände, die er aneinander gelegt hat. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Statue hat sicher auch irgendeine Bedeutung, aber ich finde es schade, dass hier keine Tafel oder so dabei ist, wo was draufsteht. Na gut, hier hinten hatte ich noch einen Ernter gesehen. Wo ist denn der hingelaufen? Da ist der Ernter. Nehmen wir uns mal hier fix das Bären weg und ihn können wir dann eigentlich mal angreifen. So, zack. Bärenkorrosion einmal unterbrochen. Dass wir da nicht unnötig Schaden fressen. Jo, dann haben wir die beiden Quests eigentlich auch gleich beendet. 61 Quests haben wir hier nur noch. Wir haben schon einiges erledigt in den letzten Folgen. So, da, 5 von 8. Können wir mal wieder so ein bisschen in diese Richtung. Habe ich da gerade wieder was aufblitzen sehen? Nee. Aber können wir vielleicht wieder hier so ein bisschen in die Richtung gehen. Hier unten gibt es, glaube ich, nichts. Wer bist du? Flugmeister, Infiltrator Iktal. Gibt es hier eine Quest? Nee. Hier haben wir wieder die Glühwürmchen. Die haben wir schon mal kennengelernt an der einen Brücke. Was können wir denn hier machen? Da hinten gibt es scheinbar Quests. Werden wir dann später holen. Wir besorgen uns jetzt erstmal das Bären. Ich mag da jetzt keine andere... Da ist aber gar kein Bären mehr. Da ist Bären. Ich mag da jetzt keinen anderen Queststrang bzw. Storystrang einbringen, sondern erstmal hier diese Questreihe abschließen, dass wir erfahren, wie es hier weitergeht bzw. was hier eigentlich los ist. Bzw. wie wir auch eben diesen Mantis hier helfen können. Bzw. den... Wie heißen die Viecher da oben? Ach, keine Ahnung. So, 6 von 8 und 7 von 7. Sehr gut, 2 Ernter brauchen wir noch. Würde ich sagen, nehmen wir dich. Können wir dich anstürmen? Yes, Baby. So, lala. Jetzt kommt gleich wieder eine Bärenkorrosion. Richtig. Kennen wir ja schon zur Genüge.
Und einen brauchen wir noch. Hier war doch gerade einer. Ah ja, da vorne. Oh, was ist das? Stillstoß Terrorschwinge. Okay. 2 Millionen Leben. Wahnsinn. Wer bist du? Kriegshetzer der Zandalari. Ah ja, ein Rare Mob. 21,1 Millionen Leben. Das könnte wieder so ein Outdoor-Boss sein. Weiß ich nicht. Denke ich aber mal, weil ein Einzelner kann, glaube ich, nicht 21 Millionen Schaden machen, ohne dass er ja, entsprechend Schaden frisst und höchstwahrscheinlich auch stirbt. So, 8 von 8. Alles klar. Alle Quests erledigt. Können wir wieder nach Norden. Mal gucken, was wir jetzt gleich für Quests bekommen. Was haben wir da? Ach ja, Geistereisen vorkommen. Wir sind inzwischen in einem der letzten Gebiete und bauen immer noch Geistereisen ab. Ach, Blizzard, da hättest du wirklich noch ein vielleicht Erz mit dazwischen basteln können. Das ist... Das ist denen nicht so gut gelungen. Ist meine Meinung. Weiß nicht, was ihr davon haltet, aber das Thema hatten wir, glaube ich, schon öfter mal. Ach ja, er war in der Höhle drin. Ich Trottel. Oh, jetzt müssen wir uns aber nochmal durch die Höhle kämpfen. Das ist ja doof. Oder müssen wir das? Nee, mussten wir nur einmal. Sehr gut. Wunderbar. Dann ist das hier auch phasing-technisch super geregelt. Ja, was gibt's? Schuld und Sühne. Die Klaxi sind zufrieden mit unserer Arbeit, Fremdling. Ihr habt euch als nützlicher herausgestellt, als wir angenommen haben. Klaxi heißen die Viecher, natürlich nicht Mantis. Wir sind Trottel. So, je älter, desto besser. Ich würde ja mit euch gehen, um Beeren zu sammeln, aber meine Talente finden ihr besseren Einsatz. Das denke ich auch. Bitteschön, 7 Gläser voll mit Beeren. Selbst roher Beeren wird uns nützlich sein. In Zeiten wie diesen können wir es uns nicht leisten, wählerisch zu sein. Die Klaxivar werden sich freuen, dass ich daran gedacht habe. Ich werde ihnen sagen, dass ihr mir geholfen habt. Ja, geholfen. So nennt er das. Okay, das Zeug ist beides nicht so cool. Parieren und Waffenkunde, Parieren und Meisterschaft. Nehmen wir das. Werde ich aber nicht ausrüsten. Niemals wieder am Meer. Die Klaxivar haben zu mir gesprochen, Fremdling. Der Getreue war im salzigen Schlick verborgen. Doch inzwischen hat die Tarnung versagt. Die Echsenmänner haben ihn umstellt. Er darf ihnen nicht in ihre schuppigen Hände fallen. Ihr werdet ihn finden. Ihr werdet ihn erwecken. Kehrt nicht ohne ihn zurück. Für diese Tat werden uns die Klaxi dankbar sein. Warum eigentlich uns? Ich mache hier die ganze Arbeit und die anderen sahen hier die, quasi... ach, das ist doch widerlich. Wir kriegen kein einziges Danke, wir werden als nutzlos und total widerlich dargestellt. Aber im Prinzip sind wir die einzigen, die irgendwas machen. Undankbare Zaxis, wie hießen die? Zaxis, Kastik, ach, ist ja auch egal. So, einmal hier Richtung Süden, okay. Dann werden wir tatsächlich erstmal hier nach unten gehen. Hatte ich ja gesagt, schauen wir später mal vorbei. Aber wenn uns die Quest dahin schickt, dann gehen wir da selbstverständlich hin. Was ist das? Geistereisen vorkommen? Ja. Gibt Besseres, aber hey. Nimm geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Stimmgabel der Klaxi. Ah ja, wir dürfen wieder einen erwecken. Stimmt ja. Stimmt ja, wo war der denn? Hier vorne ist er, okay. Manipulator. Müssen wir wahrscheinlich auch beschützen. 3 Wellen Gegner. Ah ja, dabei können wir die Narrenkappe mitnehmen. Warum fliegt er? Hallo. Ah ja, da lebt er schon, okay. Sieht noch ein bisschen schwach aus. Was? Wo bin ich? Was? Was für eine Kreatur seid ihr? Wie habt ihr mich aufgeweckt? Ist doch auch egal. Ist doch auch wurscht. Wieder vereinigt! Ihr seht mich an und stellt fest, dass ich kein großer Krieger bin. Warum wurde ich als Getreuer auserkoren? Nicht alle Waffen kann man sehen, Erweckerin. Man sollte nicht nach dem Aussehen allein urteilen. Ehe ich euch mehr erzähle, muss ich wissen, dass ich euch vertrauen kann. Zur Zeit meiner Bewahrung wurde etwas, das mir wichtig war, versteckt. Ohne es bin ich nichts. Verteidigt mich, während ich meine größte Waffe zutage fördere. Und ihr habt mein Vertrauen. Alles klar? Behaltet den Kreislauf. Ihr seid weit von eurer Heimat. Ich bin bereit, euch bei der Suche nach eurer Waffe zu unterstützen. Okay. Ist ewig. Wir werden schnell sein müssen, Erweckerin. Hier ist es nicht sicher. Okay. Hier hinten geht's lang. Na, da werden wir gleich kämpfen.
Ja, Tatsache. Hilft er uns, wenn wir angegriffen werden? Oder können wir eigentlich... Ah ja, tut er, okay. Da können wir ihm natürlich auch helfen. Totem der Heilungsflut. Einmal hier, bam, kaputt machen natürlich. Das unterstützt nur unnötig unsere Gegner. Warum habe ich jetzt irgendwas unterbrochen, was er gar nicht gezaubert hat? Na, da kommen einige. Da kommen einige. Aber gut, er hilft uns. Das ist schon mal cool. Müssen wir nicht alles selbst erledigen. Und er kann auch heilen. Das ist schön. Wahrscheinlich ist er so ein priesterartiger Held von damals. Aus vergangenen Zeiten. So, wunderbar. Oh, Frühlingszwiebeln. Yummy, yummy. Ich mag Frühlingszwiebeln. Mögt ihr Frühlingszwiebeln? Passen zum Beispiel sehr gut in einen Salat rein. Mag ich gern. Mag ich definitiv gern. Von was werden wir denn angegriffen? Von einem Reißer der Schlickschuppen. Alles klar. Solange es nur einer ist, ist es ja okay. Und er macht schon guten Schaden. Definitiv. Sehr gut. Und schon wieder ein Hühnchenspieß mit Erdnusssoße. Yummy, yummy, yummy. Greift er uns an? Nee, das ist cool. Was ist das? Furchtsporenknolle, okay. Wahrscheinlich ist die hier hinten auf der Insel versteckt. Seine Waffe. Narrenkappe. Ah ja, zwei Stück, okay. So, einer ist tot und einmal heilen. Hoppala, ich stehe irgendwie hinter ihm. So. Bin ich mal gespannt, wo seine Waffe ist. Vielleicht wirklich hier hinten bei dem großen Baum. Ich habe keine Ahnung. Zitternder Stein. Ah, Schreckensbärensplitter. Das sind doch die, wo wir 5 abgeben können für Ruf, ne? Coole Sache. Ah, jetzt werden wir aber hier die ganze Zeit von irgendwelchen Dingern angegriffen. Das ist ja doof. Totem der Heilungsflut einmal kaputt machen. Wie auch schon mal erwähnt, wenn wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel Totems von Gegnern kaputt zu machen, auch in Instanzen oder Raids, dann sollten wir das natürlich machen. Wobei das natürlich auch Aufgabe der anderen Melee ja, Mitspieler ist. Das heißt, irgendwelche Schurken und keine Ahnung was. Weil wir im Prinzip eigentlich natürlich darauf ja, konzentriert sein sollten, möglichst viel Bedrohung auf den Gegnern aufzubauen, dass die anderen möglichst viel Schaden machen können. Hier sind wir richtig, oder? Wassermelonenbombe schwindet. Aber man kann immer mal wieder so ein Totem kaputt machen, also das ist nicht schwer. Wir sind da. Mit dieser Waffe werden wir die Armee der Kaiserin vernichten. Okay, was kommt da raus? Kovok. What the fuck ist Kovok? Irgendwie sehe ich nichts. Ich gehe da mal rein. Das ist ja staubig hier. Ah, oh, das ist so ein kleines Fliegeinsekt. Das ist ja cool. Kann man sowas als Haustier haben? Ich mag sowas haben. Das ist ja süß. Kovok ist so imposant wie bei unserer letzten Begegnung. Er wird den Klaxi große Siege bescheren. Alles klar, parieren und Meisterschaft Kopf schlechter als unseres. Okay, nehmen wir mal das. Das gibt uns mehr Gold. Der Kuchong-Flüsterer. Um eine richtige Verbindung mit Kovok einzugehen, müsst ihr ihn geistig und körperlich fordern. Respektiert seine Stärke und Intelligenz. Nur dann wird er zulassen, dass ihr ihn ernsthaft ausbildet. Die Schlägschuppen dienen möglicherweise als angemessene Prüfung seiner Fähigkeiten. Und wenn ihr dabei seid, ist er nicht in Gefahr. Außerdem können wir damit ihre Reihen im salzigen Schlick lichten. Tötet das Orakel Zichet und 10 Angehörige des Stammes der Schlägschuppen. Okay. Füttern oder gefressen werden. Nach vielen Jahren der Arbeit mit den Kuchong habe ich eine Theorie entwickelt. Einen von klein auf groß zu ziehen, stärkt die Bindung und damit auch die akustische Verbindung. Ich hatte gerade mit Kovaks Erziehung begonnen, als ich für die Umhüllung auserkoren wurde. Er ist noch jung und muss sorgfältig ausgebildet werden, um sein vollständiges Potenzial zu erlangen. Ich vertraue euch Kovok an, aber seid gewarnt, sollte ihm irgendetwas zustoßen, büßt ihr mir dafür mit dem Leben. Als erstes müsst ihr ihn füttern, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Schildkröten hier in der Gegend sollten sich dafür gut eignen. Alles klar.
Machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich werde nach Klaxi West zurückkehren, um mit dem Rat zu sprechen. Bitte kümmert euch gut um Kovok. Werden wir machen. Kovok ist ein süßes, süßes Tierchen. Können wir vielleicht hier die Folge beenden? So halb im Wasser. Sieht man da Marilys Gesicht? Ja, nicht so, ne? Ah doch, so geht das. Damit danke ich mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen Abend um 18 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.